Leute! Willkommen in Birgis Welt, Folge Nummer 8. Geht auch gleich wieder ganz lustig weiter. Und zwar mit Fakt 171. Die Barbie-Puppe hat übertragen gesehen die Maße 99, 46, 84. Und wäre somit nicht lebensfähig. Ist ja auch so, ne? 142. Der Ameisenigel. Nein, der Ameisenigel. Ameisenigel, also, ne? Haben einen Penis, dessen Spitze viergeteilt ist. Wozu auch immer. 143. Die Firma Carglass repariert, heißt in England Autoglas. Nummer 144. Die Band Devo trat gerne in völlig unterschiedlichen Outfits als ihre eigene Vorgruppe auf ihren Konzerten auf. Und nannte sich natürlich auch da ganz anders, ne? Aber haben sich einfach verkleidet und, ne? Ja. 145. Für alle Werktätigen. Der Ausdruck Blaumachen kommt höchstwahrscheinlich von der Wäschefärberei. Als die Leute mit Indigo ihre Zeug blau gemacht haben, brauchten die frisch gefärbten Stoffe eine Weile, bis sie durchtrocknen. Da gab es für Färber nichts zu tun, weil sie machten gerade blau. 146. Ein Fußballspieler muss bei einer Dopingprobe nach einem Bundesligaspiel mindestens 75 Milliliter Urin abgeben. Ne, also da heißt es nicht kleckern, sondern tröpfeln. 147. Wer kennt sie nicht? Die Kellogg's Frühstücksflakes, die Cornflakes. Ich habe noch Frühstückskrümel im Hals. Entschuldigung. Auf jeden Fall der Hahn auf der Kellogg's Packung. Der heißt Cornelius. 148. Der nördlichste Supermarkt Deutschlands ist ein Edeka. Und befindet sich auf List auf der Insel Sylt. 149. Saudi-arabische Frauen können sich von ihrem Mann scheiden lassen, wenn sie von denen keinen Kaffee bekommen. Tja, Leute, da gibt's doch die Bedeutung hier. Schatzi, wollen wir heute nicht mal frühstücken, ne? Und dann machst du es doch nicht. Ist ein Scheißgrund. Wenn der Mann der Frau keinen Kaffee macht, dann ist vorbei. Fakt 150. Nur ein Drittel der Menschen, die mit den Ohren wackeln können, ich kann es auch nicht, können auch nur mit einem Ohr wackeln. Also das heißt, wenn sie mit beiden Ohren wackeln können, können davon wiederum nur ein Drittel mit einem Ohr wackeln. Also nur... 151. Intelligente Menschen haben besonders viel Zink und Kupfer in ihren Haaren. Ja. 152. Die Redewendung, die Arschkarte ziehen, du hast ja mal wieder die Arschkarte gezogen, stammt doch aus der Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens, damit Zuschauer daheim gelbe von roten Karten unterscheiden könnten beim Fußball. Zog der Schiedsrichter aus der Gesäßtasche eine Karte, wussten die Zuschauer an ihren Fernsehgeräten, aha, es war eine rote. Ne, weil schwarz-weiß kannst du gelb und rot nicht unterscheiden. Tja, ne, die gelbe kam dann aus der Brusttasche. 153. Auf einer Weltraummission wurde entdeckt, dass sich ein Frosch erbrechen kann. Ja, ich habe schon immer befürchtet, aber... Ach so,
Der Frosch erbricht im Weltraum zuerst seinen Magen, also ne, dass der Magen aus dem Mund hängt, sehr eklig. Und dann benutzt er die vorderen Beine, um den Mageninhalt zu entfernen und schluckt dann den Magen wieder runter. Also wenn mir das früher nach einer Kneipe passiert wäre, ich glaube, die wären alle weggerannt. Nummer 154. Die drei bekanntesten westlichen Namen in China sind Jesus Christus, Richard Nixon und Elvis Presley. Und für alle Leute, die eine Ausrede bei ihren Frauen brauchen, sie sind einfach nur satt. Weil, wenn wir satt sind, hören wir schlechter. 156. Für Schweine ist es unmöglich, in den Himmel zu schauen. Na, also, ne, die können, ne, kommen, können nicht in den Himmel hinaufsehen. 157. NCIS lässt grüßen. Genau wie Fingerabdrücke sind Zungenabdrücke einmalig. Kannst mit überführt werden. Eine Träne geht nicht auf Reisen, sondern wiegt 15 Milligramm. 159. Die erste schriftliche Beschreibung eines weiblichen Orgasmuses stammt von der Nonne Hildegard von Bingen. Naja, irgendwer muss es ja mal erfassen. Beate Uhl war es auf jeden Fall nicht. So, und der letzte und 160. Fakt für heute. Die ersten Zigaretten von Marlboro wurden mit rosafarbenen Filtern ausgeliefert, damit Lippenstift nicht drauf zu sehen war. Weil früher haben mehr Frauen geraucht als Männer. Tja, so, von rosafarbenen Filtern und Ohrenwackeln. War es das für heute? Tja, so ist es. Macht es hübsch, bis zum nächsten Mal.